So, das sollte erstmal für ganz schön Action sorgen. Ich schmeiß mich noch mal hier runter. Sonst auch noch die Speed-Module da reintun können und dann. Kann ich hier mal schauen, wie das so weiterläuft? Ich kann natürlich dann auch überlegen, ob ich das hier alles einfach zu betoniere. Da habe ich ja auch einen gewissen Steinverbrauch. Bei 161k Stein hier schon drin. Naja. Ja, das lasse ich machen. Also ich muss es auch nicht übertreiben. Sollen die hier erstmal die Lagerkapazitäten erhöhen? Dann sehen wir mal weiter. Das ist wirklich. Also, hey, die Witzka. Kohleverbrauch, der läuft. Sind das alles passive Kisten? Das ist blöd. Das ist blöd. Das sind nämlich aktive. Warum habe ich hier passive hingeschmissen? Lass ich hier aktive bauen. Ja. Ja. Habe ich aktive zu passiven? Ich muss das einmal abändern von passiv zu aktiv. Instant? Hä? Will der mich verkackalbern? Hier zeigt es mir an. Ach, weil die hier schon waren. Oh. So. Und natürlich hier fehlt es auch noch. Da sind es gleich 85. So, da werden die Drohnen hier natürlich dementsprechend ausrasten. Aber hilft ja erstmal all nichts. Gut, ich kann das hier jetzt abreißen. Das wird nicht mehr benötigt. Das kommt auch komplett weg. Ist mir jetzt sowas von Rille. Wir fangen das ja sauber an. So, damit hier endlich mal das sauber läuft.
Ja, das hat er doch ganz, ganz locker easy geschafft. Dann gehen wir hier weiter runter. Dann können wir schon langsam auf die Blauen gehen. Also ich würde da, weil das wirklich lange braucht hier, das hier nochmal hinsetzen. Dementsprechend das hier erweitern, aber dann schon mit den Blauen anfangen. Und die Blauen, da wird es nochmal ein bisschen interessanter. Also eigentlich brauche ich bloß Motoreneinheiten, weil die Roten. Und Schwefel bringe ich hier an, rote Schaltkreise hier. Also da sollte ich eigentlich nicht mal das Riesenproblem haben. Ja, dann aktiver umgewandelt. Sehr schön. Das heißt, der müsste jetzt hier komplett ausrasten. Ja, 21k und so. Dann gucken wir mal, wie man das relativ lösen, weil ich möchte hier 11.000 drin, das will ich nämlich auch noch lösen. Der schmeißt hier nämlich immer noch welche rein. Das will ich hier in dem Sinne cutten. Kann ich ja eigentlich jetzt schon machen. Wirklich gerade. In dem Sinne, dass ich sage hier, das ist das Maximum, was du noch reinwerfen kannst. Danach ist erstmal finito. Stahl macht er eigentlich auch ganz gut. Also, das läuft nach und nach, läuft das. Wenn die mit GMBs weg ist, dann ist auch dieses Problem hier, dass sie sich hier stauen, an der Stelle weg. Die haben hier richtig Bambule zu tun. So, deswegen hier auch das nochmal weg. So. Ja. Es wird hier nämlich nicht mehr. Mit 5000 kommen die vollkommen aus. Ja, die rasten jetzt hier aus. Da muss ich mir dann auch noch überlegen, wie ich hier ein Hangarsystem erstelle. Das wird auch noch mal so eine Aufgabe werden für das Jahr 2024. Aber aktuell funktioniert es so ganz gut noch. Wenn den auch mal zurücklaufen lassen und dann wahrscheinlich auch das Ganze hier für die Session erstmal beenden. Das ist ja die erste in 2024 und ein bisschen Jahresrückblick habe ich ja am Anfang gemacht und Ausblick auf die Ziele für dieses 2024. Von daher, ich trinke noch einen Schluck.
Ja, und was mir noch einfällt? Eine Idee, die mir auch gekommen ist, zwecks dem Gastsystem, was ich dann auch bald anfangen werde aufzubauen, ist, dass ich. Dieses Jahr nicht mehr. Dieses Jahr nicht mehr. Nee, dieses Jahr nicht mehr. Es ist so schlimm, ich weiß, es ist völlig irre. Also im Zweifel wird das auch 2024 noch was. Aber ist jetzt nicht mein Hauptziel. Also das habe ich mir als Langfristziel für 2025 gesetzt, das Gastsystem. Von daher gesehen, ganz entspannt. Wir haben ja hier keinen Zeitdruck. Ein ganz entspanntes Spielen. Und das ist schon mal erweitert wieder. Sehr schön. Dann können wir schon mal den nächsten ransetzen. So. So, dass ich jetzt zack für zack, weil ich muss ja da diese bauen. Das heißt, ich werde da nochmal Zahnräder und Rohre bauen. Zahnräder baue ich hier um, aber ich möchte nicht, dass die so weit fliegen. Deswegen kommen da nochmal Zahnräder und Rohre hin. Dann wird das Teil da gebaut. Und dann bin ich schon bei dem Blauen. Also, das geht jetzt wirklich Schlag für Schlag. Es müssen halt bloß die Erzfelder weg, weil ich die nicht überbauen möchte. Das ist eigentlich volle Abdeckung? Ja. So. Die ganzen Teile werden hier ins Lager gebracht. Deswegen wird das Lager hier auch dementsprechend jetzt erstmal gefüllt. Was ja jetzt erstmal nicht so verkehrt ist. Ja, das reicht nicht. Ich bringe genug Erze an, aber die Verarbeitung fehlt halt. Und das ist das Problem. Ich verstehe nicht ganz, warum es da nicht funktioniert. So. Dort halten wir da hin. Meine Güte. Ich will ja sehen, was dort abgeht. Da. Scheiße. So, Fass. Ja, der fährt nicht, weil er keine Fässer braucht. So, nochmal erweitert, weil. Das ist ja eine Fässerflut. Das ist erstmal damit behoben. Muss ich bloß mal gucken, wie das jetzt hier aussieht mit. Verfügbar, ja, das reicht vollkommen. Ah, verdammt. Nicht, nee. Kofferraum. So. Okay. Wenn ich eh schon hier bin, kann ich mal gucken, was da unten läuft. Ob man das da nicht gebacken kriegt. Bevor ich wieder hochrenne. Die Drohnen da abzugeben im NGBs oder kurz EGB.
Zeus, der hat bloß zu wenige Drohnen. So. Das ist natürlich übel, wie jetzt hier gleich Eisenerz wieder runtergeht. Das ist wieder ein deutliches Zeichen, dass wir uns auch um mehr Eisenerz kümmern müssen. Aber hier liegt genug. Ich müsste da bloß wieder Züge draufschmeißen. Was die ganze Sache wieder nicht einfacher macht. Mehr Traffic und so. Hier, da muss mehr kommen und da kommt auch jetzt mehr. Das eine Kreuz-AKW, das lasse ich momentan da noch, um noch ein bisschen die Brennstäbe zu verbrauchen, die ich hier habe. Ich habe hier eh zu viele, 180.000, aber solange die Base dort steht, soll das letzte auch stehen. So, auf jeden Fall war diese Session auch wieder ganz gut und für den Jahreswechsel, warum nicht? Also, ich freue mich. Ich finde die Map immer, immer besser. Fast 200.000 Stein. Also wie gesagt, der Steinzug, der fährt eine Weile nicht. Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, was habe ich getan? Es ist so übel. Der wird mir das alles noch voll klatschen hier. Oh Mann, ey. Oh. Eine Viertelmillion Fässer. Scheiße, scheiße, scheiße. Das müsste ich abgrenzen, weil der ballert mir jetzt dort die voll. Okay. Das wird alles nicht einfacher, somit auch nicht unspannender. Okay, da ist noch eine Million, 4,8. Dann werde ich dann das Eisenerzfeld noch damit betanken lassen. Und dann kommen wir hier hoch und machen hier die nächste Kreuzung. Das ist natürlich auch so ein kleines Ziel. Das ist jetzt nicht mein Hauptgoal. Die Midgame Base hier einzurahmen, aber zum Teil.